Davon abgesehen, bevor du hier runterrenn... Oh. Psst. Hör mir doch zu. Verzögerung. Und Reflexe. Ach, da sind noch mehr Spinome. Hey, da ist ja noch mehr Spinat. Ihr kommt hier nicht vorbei. Oh weh. Hasti. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass du eventuell an Pokebällen und Tränken aufstocken könntest. Obwohl Tränke hast du noch, aber ein Supertrank könnte nicht schaden. Ja. Mich, der nicht über Tränke verschwenden muss. Ach, was war das schön in späteren Editionen, wo es dann wirklich zwischen den 50ern und den 200ern dann die Kumu-Milchs in einem Dutzend zu kaufen gab, die dann immer 100 geheilt haben. Und die gleichzeitig auch noch billiger waren als die Hypertränke. Also als zu zweit billiger waren als ein Hypertrank. Mhm. Gut. Muss man halt zweimal anwenden. Ja, aber, ne? So. Capoeira gegen Pummelhof. Nach Tara ziemlich nutzlos hier gerade in der Ecke. Bodenflug haben wir hier. Mantax. Obwohl, wer ist der zweite Gegner? Doch, Mantax. Ich glaube sogar fast, Psyana hätte es hier getan, aber ist schon okay. Da frage ich ihn Pummelhof. Ja. Nein, nicht der Sandwirbel. In dieser Betonwüste. Ja, das nennt sich dann wohl Staubwirbel. Mantax kriegt Statuseffekt Hausstauballergie. Mantax fainted. Ui, das geht aber schnell. Moment, was? In dieser Edition des Spiels scheint Pummelhof ein riesiger aufblasbarer Ball zu sein. Okay. Ich hinterfrag's einfach mal nicht. Da hat Pummelhof einfach mal wieder die Ähnlichkeit zu Kirby gezogen, aber naja. Teddy Ursa! Teddy Ursa! Ja. Ich würde den auf Englisch ausgesprochen irgendwie viel niedlicher. Lobstrahls, Gorgler. Dürfte das überleben? Werden wir sehen. Und dreifach Kick auf Teddy Ursa, weil Teddy Ursa weg muss. Wenn's denn überhaupt trifft, das ist jetzt die Frage. Jo. Am Ende ist der ganze Raum voller Blasen, das ist auch hübsch. Naja, trifft, wie es aussieht. Ah, hat gut überlebt. Die Schale trug drin, ein ganzer Sturzbach ausgeteilt. Oh Mann. Ich wollte nicht mal die Augen dabei geschlossen, ne? So ganz zeilen, was hast du durch die Gegend geschaut? Dann wohl eher Flügelschlag, das macht, glaube ich, weniger Schaden in dem Fall. Weiterhin kicken. Das könnte jetzt wieder knapp werden mit dem Flügelschlag. Ah. Selbst wenn, willst du wirklich einen Skorgler haben, ist die Frage. Eigentlich schon. Mein Boden und Dingens ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, Bodenflug. Oh, kann sein. Wie hat denn die noch? Einige. Ich wollte sagen, hat Mantax nicht getroffen. Mantax kommt erst jetzt dran. Jo, passt. Passt. Das nächste, was dann passieren wird, ist dann halt, entweder Mantax austauschen oder Flügelschlag mit Mantax auf Knilz und dann, Ball. Jo, Items suchen. Superball da. Ja, nur ein Superball. Das ist nur ein
Das ist ein normales Pokémon. Okay, stimmt, ja. Auf Level 43, das ist... Okay, ich hatte die meisten Fälle noch verlangsamt im Schlaf oder wenigstens paralysiert oder so. Wenn nicht, dann kannst du auch einen Hyperball schmeißen, aber ich meine, eigentlich ist es das nicht wert. Gut, passt. Deswegen habe ich gesagt, du solltest nochmal an Bällen aufstocken, aber das hast du ja nicht gehört. Gehört schon, leider nur zu spät. Weil deine Reflexe einfach die einer gestorbenen Kuh sind. Katze. Kuh. Wenn du meinst. Ich bin noch gar nicht fett. Das habe ich auch nie gesagt. Wenn du dich in der Kuh vergleichst, also bitte mal, ja? Deine Reflexe. Ja. Weißt du, was so ein Steak für Reflexe haben kann? Gar keine. So starke Reflexe hat selbst die Eltern da Hunger drauf bekommen. Obwohl es in Chili-Marinade gewesen ist. Du hast nicht vorgelesen. Im Kreuzchen habe ich gewonnen und jetzt besiegt. Ich habe gewonnen und besiegt. Also, wenn du mich nicht holst, dann weine ich ganz doll. Willst du das, ja? Ja. Ruhig. Du kannst sie nochmal ansprechen, weißt du, ne? Du kannst auch nochmal Nein angeben, wenn du willst. Okay. Einfach nur, um es durchzukriegen. Nein. Der will nicht, dass ich meine! Fresse! Das bringt einen um. Danke. War es Ihr Dialog oder meine Interpretation des Dialogs? Ja. Du okay. Läufst voll falsch. Eher deine Interpretation eines sterbenden Schwans. Sterbenden Löwe oder so, keine Ahnung. Oh Mann. Was ich dazu sagen wollte. Ja. So. Kann ich hier einkaufen gehen und muss ich erst übers UFO? Du kannst da den Aufzug hochfahren und dann irgendwo einkaufen gehen. Oh, das geht. Ich hab dir erzählt, dass hier ein Ausgang ist. Ah. Okay, wo bin ich jetzt? Oben. Ich habe keine Erinnerung an diesen Ort. Oh, okay. Kannst du ja auch nicht. Gut, wo gehe ich denn jetzt mal einkaufen? Du musst bei der Bahn einkaufen. Bei der Bahn, ja, ja. Hätte auch überlegt, noch vorher Tränke und so weiter. Die Kette bewegt sich gar nicht, das ist voll unrealistisch. Das ganze Gefährt ist unrealistisch. Och, kommt drauf an, wenn die Abgase stark genug sind, kann es hier tatsächlich so hochhalten. Liegt der Fernseher? Nein, tut er nicht. Hi. Wir wissen ja eh schon, was er sagt. Bum, 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 bum. Ja, super Ball, ne? So. 5 Stück vielleicht. Ja. Aber gut, dass du weißt, dass du viel, dass du echt genug Geld hast und so, ne? Hab ich doch. Der Flottball wäre schön, aber den haben die hier ja nicht, ne? Mhm. Netzball ist halt für Wasser-Pokémon. Und Käfer, ja. Netzball bei Schwachen, okay. Ist toll, dass man den erst so spät kriegt, ne? Mhm. So, ansonsten habe ich hier keine Tränke. Nee. Wo gehe ich denn die jetzt einkaufen? Vor allem, wo packe ich mein Motorrad eigentlich die ganze Zeit? Knapp außerhalb des Greens. Also. Wenn du nicht wieder nach Pyritus unten, also nach Orkus in den Keller willst, um da einzukaufen, dann würde ich dir sagen, wahrscheinlich bei Oma Yolo irgendwo.
Okay. Glaubt, die verkaufen dann nämlich schon Supertränke? Verkaufen wir es dann nicht überall? Ich dachte, wir würden das Angebot so global erweitern. Kann sein. Muss auch überlegen. Weißt du, nur weil ich irgendwen besiegt habe, haben die auf einmal viel bessere, tollere Sachen. Was? Übertrank. Nee, habe ich noch. Supertränke reichen. Passt. Jetzt schauen wir mal dein Geld an. Jo, reicht dann aus. Alles in Ordnung. Oh, eh. Glücksessenz und Paradiesessenz. Das ist. Die Pokémon etwas mögen. Mögen. Sehr mögen. Was auch immer. Brauchte ich sonst noch irgendwas? Weltfrieden? Ja, das wird doch schwierig sein, hier einen Emiraten zu bekommen. Boah, Politkritik. Voll auf dem hohen Niveau. Ansonsten bräuchtest du eigentlich noch Entei ganz dringend und Suicune. Die Abgasrohre zeigen in die falsche Richtung. Die würden das Fahrzeug mit genug Druck eigentlich noch tiefer in den Boden rammen. Nein, würden sie nicht. Doch. Weil sie nach hinten gerichtet sind, das beschleunigt und so weiter und deswegen kippt das Fahrrad auch nicht um. Nicht stark genug nach hinten gerichtet. Trotzdem kippt dein Fahrrad auch nicht um. Obwohl du drauf sitzt. Weil es nach links und rechts kippt, immer wieder. Ja, das Ding doch auch. Und da ist das nach oben und unten kippt. Nein! Doch. Okay. Mir egal. Nebenbei. Was? Rate mal, wer gleich Alarmschlag wird, wenn du bei der anderen Frau ankommst da unten. Hmm.